oben auf dem Plano Cour, echt, ohne Scheiß, geilste Sicht, 950 Meter hoch, arschanstrengend nach oben. Ja. Fast gekotzt hier, ey. Einen wunderschönen guten Morgen am 1. Juli 2020. Wir haben hier gecampt, da, weil man über diese Furt hier, über diese da, ohne ein ziemlich gutes Allroad-Monster nicht durchkommt. Jetzt wollen wir so ein paar kürzere Wanderungen machen, also nicht den Laugavegur, aber Blanokur und mal schauen, was es sonst so gibt. Erstmal suchen wir hier ein Klo. Wir haben alles eingepackt, wir haben Klamotten eingepackt und los geht's. Erste Strecke durch den Grenigel Canyon. Geil? Ja, geil. Natürlich hat das Mikrofon immer dann seinen Aussetzer, wenn ich mein wahnsinniges Fachwissen über Islands Natur kundtue. Hier erzähle ich euch gerade Details zu unserer Wanderung durch das weitläufige Lavafeld Laugaraun. Naja, ihr kennt mich, vermutlich rede ich nur wieder vom Essen, obwohl das Frühstück erst eine Stunde her ist. Wenn man hier nicht genug Wasser mit hat, einfach ein bisschen Eis in die Hand nehmen, ab im Mund damit. Schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt gut, ja. Ist lieber keinen gelben Schnee. Oh weh, oh weh, oh weh. Das ist keine gute Idee. So, die Strecke zum Plano Cour ist leider noch gesperrt, deswegen fällt die kleine Wanderung schon mal aus. Deswegen gehen wir weiter hier den Laugavegur quasi in die südliche Richtung und dann biegen wir bald ab. Brennistein Lava, Brennistein Salda, keine Ahnung. Und Vondugil wahrscheinlich. Okay.
So, jetzt der Vondogil Track. Ziemlich steil am Anfang, aber da ist der Blanukur. Da unten campen wir. Es ist ein geiler Rundumblick. Die roten Rhyolithfelsen da. Es ist echt geil. Herrlich, die Sicht, oder? Herrlich. Herrlich. Deswegen gibt es ein bisschen Drone Footage. 3, 2, 1 und go. Wir haben uns bei der Information noch mal ein bisschen was eingeholt an Tipps und sind jetzt hier beim Stu-Tour. Viertelstunde nördlich vom Camp noch mal ein bisschen Auto gefahren. Eigentlich ein kleiner See, der kein See mehr ist. Arschsteiler, kurzer Aufstieg, super anstrengend. Lohnt sich nicht. Nein. Also der See an sich, Stu-Tour, lohnt sich zwar nicht, aber der Blick natürlich, der entschädigt, muss man schon sagen. Jetzt auf dem Weg zum Llotipolur, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, so ein Vulkankrater, der soll hübscher sein als der jetzt eben, als der Stu-Tour und größer und krasser. Vor allem mit Wasserfläche drin. Ja. Nochmal so als generellen Tipp. Wir haben ja da vor der Fort, vor dem Land Manalauga hat gecampt. Kostet 2000 Kronen pro Person, also ungefähr 12 Euro. Ist also nicht so günstig, dafür kann man da tatsächlich auch duschen, was ich nicht gewusst habe. Und da gibt es so eine kleine Informationshütte, die war jetzt nicht geöffnet, als wir aufgebrochen sind zur Wanderung. Da hätte man sich nochmal Informationen rausholen können und hätte dann gewusst, dass die meisten Tracks dann noch gesperrt sind, weil es einfach noch zu früh ist, also vielleicht erst Mitte, Ende Juli das Ganze hier machen, weil jetzt einfach noch zu viel Schnee liegt, zu viel Matsche und zu viel Geröll. Aber wir machen das Beste draus, machen jetzt noch diese Wanderung, fahren dann zurück und setzen uns nochmal schön in den heißen Pott da.
Potipulur. Geiler Krater, also das ist wirklich cool. Da ist auch Wasser drin. Geile, sehr viel Wasser sogar. Rote Wand dahinter. Und grün. Und gelb-grün. Also die Farben und einfach nur, wenn man sich umschaut, das ist einfach nur geil. Ihr seht gleich ein paar Drohnenaufnahmen. Wir haben Glück mit dem Wetter, einfach nur geil. Land Malalauga, Daumen hoch. Also wir sind nochmal zurück zum Camp gefahren, um jetzt dann doch nochmal den Blanukur zu beschreiben. Eigentlich, wenn alles geöffnet ist, im Endeffekt kann man vom Blanukur auch rüber zum Breni Stein Salda. Da waren wir vorhin schon drauf. Und dann kann man eigentlich über den Vondugil runter und dann nochmal über den Sudur Namur. Das war eigentlich so mein Plan, diesen großen Rundkreis zu gehen. Leider halt immer mal wieder Teilstrecken geschlossen, deswegen muss man das jetzt einzeln gehen. Auch beim Blanukur müssen wir den gleichen Weg hoch und wieder zurückgehen. Aber wir machen das jetzt noch. Um einmal hier auf den höchsten Berg, 945 Meter glaube ich, um nochmal die Aussicht zu genießen und dann geht's in den Hotpot. Also wenn ihr dachtet, auf Bali hatten wir krasse Aufstiege. Ich sag euch, Mama, Papa, Dia, Marco, das wäre nichts für euch. Echt nicht. Leck mich am Arsch. Schaut euch das hier mal an. Erdrutsche überall. Also wir sind hier wirklich direkt an der Kante. Bei nicht so einem festen Boden. Oben auf dem Blanukur, echt ohne Scheiß, geilste Sicht, 950 Meter hoch, arschanstrengend nach oben. Ja. Fast gekotzt hier, ey. aber es lohnt sich. Wir sind hier teilweise echt alleine gewesen. Es war fast windstill eben. Wir haben 1000 Fotos gemacht. Diese Kulisse hier ist, also ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist einmalig. Es ist so geil. Es ist so, so geil. Mega geil. Wenn ihr hier seid, hier müsst ihr rauf. Auch wenn es arschanstrengend ist, hier müsst ihr rauf.
Wir sind unten und hart im Arsch. Da oben, da waren wir gerade drauf. Ist unglaublich eigentlich, wenn man von hier so guckt. Wir sind hart im Arsch, jetzt nur noch in den Hotpot. Vor allem, man geht erst diesen einen Berg da hoch, über den Bergrücken und dann auf den anderen drauf. Also und den nicht, zweiten sieht man erst nicht beim Hochgehen. Ja, das ist besonders fies. Denkt man erst, man ist angekommen und dann, nee. Nein. Wir waren im Hotpot, der war jetzt nicht so geil, war nicht so warm wie gedacht. Wir hatten aber eine warme Dusche danach und jetzt sind wir hier noch beim Nausa Polur, ein türkisblauer See. Das ist direkt auf der Strecke hier, auf dem Rückweg. Wir fahren also wieder raus aus Land Mandalauga. Muss man auf jeden Fall gesehen haben, weil wir direkt am Park werden. Hier stehen wir. Bisschen windig. Ganz geiler Blick in den Canyon hier, mit ein paar Wasserfällen. Ich blende hier mal ein, wie das heißt. Bin kurz vor der Straße gelaufen, weil es man nur mit 4x4 erreichen kann hier. So, es war ein langer und sehr, sehr harter Tag. Wir sind jetzt kurz vor Landeyjahöfn. Da geht es morgen rüber zu Heimaey, also zu Heimaey, der Vestmannaeyjar-Inseln, also der Vestmannaeyjar-Inseln. Harter Tag, viele Kilometer abgerissen. Wir sind jetzt hier mitten im Nirgendwo, kurz vor dem Hafen, wo es morgen dann mit der Fähre rüber geht. Und deswegen sagen wir nur noch gute Nacht und bis morgen.